Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video von Klein Marketing Coaching und Consulting Services. Und in diesem Video soll es ausschließlich um das Thema Mitarbeitergewinnung und das explizit im deutschsprachigen Raum, speziell in Deutschland. Und ich konnte hier auch, weil ich jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten sehr viel Energie, Zeit und Geld reingesteckt habe, neue Teams aufzubauen, teilweise direkt für meine Kunden, teilweise für mich selbst, konnte ich einige Erfahrungen sammeln. Und zwar im Ausland sowie auch im Inland und durfte teilweise auch als Beobachter hier sehr viel dazulernen, was nochmal die unterschiedlichen Mentalitäten betrifft, ja, zu den aktuellen, zu der aktuellen Workforce, die mehr oder weniger, jetzt etwas pauschalisiert gesagt, in Deutschland vorherrscht, die zur Verfügung steht, ja. Und da reden wir jetzt nicht unbedingt von den Fähigkeiten, sondern von der Einstellung der Menschen her, ja. Also mal folgendes Beispiel, wir hatten dann eine Bewerberin für einen ganz bestimmten Job und diese Bewerberin, die hatte Top-Qualitäten, ja, also die war irgendwie, hatte schon verschiedene, war eine Studentin mit einem Master-Titel von einer Elite-Universität aus Mailand, hatte schon diverse Praktikas hinter sich bei PwC, bei KPMG und so weiter, ja, also wirklich Top-Qualität alles. Vom Lebenslauf her, auch im ersten Interview und so weiter, war alles klar. Dann haben wir gesagt, ja, super, also wenn die will, dann passt es. Dann hat die erst noch ihr Internship irgendwo in Paris zu Ende bringen müssen, dann haben wir da erst mal ein bisschen warten müssen. Dann war sie irgendwie, weil sie so gestresst war durch das Praktikum in Paris, da wo sie auch 12 Stunden am Tag arbeiten musste, haben wir gesagt, okay, die ist schon mal fleißig. Dann gönnen wir ihr auch so eine kleine Auszeit, dann war sie noch mal 2 Wochen im Urlaub, muss man noch mal ein bisschen warten. Summa summarum in total, ja, also von der Vertragsunterzeichnung, dem ersten Interview und dem ersten Gespräch und so weiter, muss man ungefähr summa summarum 2 Monate Pi mal Daumen warten auf die Dame, dass sie endlich angefangen hat, bei uns zu arbeiten. Aber wir haben gesagt, oh, das lohnt sich, ja, die hat ein gutes Profil, die ist fleißig und so weiter. Und dann haben wir einfach angefangen, ja, und am ersten Tag hat die Dame wieder gekündigt, ja. Also es war sehr, 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 sehr klar, dass bei uns, die Ausschreibung war sogar im Titel, ja, also die Stellenausschreibung war sogar im Titel Telemarketing drin gestanden, ja. Und wir haben sogar angeboten, dass sie unterschiedliche Sachen bei uns machen darf, um sich auszuprobieren noch weiter und so weiter. Aber sie musste dann am ersten Tag gleich mal 2 Stunden oder so telefonieren und dann hat sie gesagt, ach, das ist mir jetzt zu anstrengend, ja, es ist mir zu viel Telesales und ich hätte gedacht, es wäre vielleicht mehr Newsletter versenden, ja, und ich würde es dann ja gleich kündigen. Und du kannst dir ja vorstellen, wie uns die Kinnlade runtergehangen ist, ja, nachdem wir so viel gewartet haben, ja, teilweise schon mit unseren Kunden drüber gesprochen, ja, dass die Dame dann endlich anfängt und so weiter, ja. Und da musste sie ein bisschen was Anstrengendes machen, ja, anstelle von einem Newsletter aufs Knöpfchen drücken und Newsletter versenden, ja, musste sie tatsächlich auch ein bisschen Vertrieb machen. Und das war der Prinzessin dann zu anstrengend und dann wurde sofort gekündigt, nach 5 oder 6 Stunden Arbeitszeit, ja. Und im Vergleich jetzt mal dazu, ich habe einige Kunden unterstützen dürfen, im Ausland was aufzubauen und dort eben auch ein paar Sachen zu machen und ein bisschen Recruiting zu machen. Da hatten wir auch, Leute aus Äthiopien, ja, zum Beispiel, ja, also junge Leute, die auch studiert haben in Europa und Master-Degrees gemacht haben, alles Mögliche, und die dazu bereit waren, ja, weil sie auch noch wenig Erfahrung hatten in dem, was wir machen, erstmal 1, 2, 3 Monate kostenlos zu arbeiten. Dann haben wir gedacht, what? Ja, das kenne ja ich nur von meiner Zeit, als ich 20 war, ja, wo man gesagt hat, okay, ich will hier unbedingt in diese Firma rein, ich mache ein Praktikum, ein Gratis-Praktikum, ich will gar kein Geld, ich will ja nur die Erfahrung, weil die ist so viel wert. Ja, ich scheiße aufs Geld, ob ich da 600 Euro fürs Praktikum bekomme oder 400 Euro oder was weiß ich, das ist mir doch erstmal Schnuppe. Ja, ich will lernen, das ist
Dinge lernen von unschätzbarem Wert, wenn du zu uns kommst, ja, wenn du irgendwas mit mir zu tun hast oder mit meinen Kunden, ja, was du da lernst in so einer kurzen Zeit teilweise, ja, das nimmst du mit und da kannst du theoretisch in 3-4 Jahren deinen eigenen Laden aufmachen, ja, und Multimillionär werden. Ganz easy innerhalb von 5 Jahren. Ja, ich werde dich auch nicht daran hindern können. Ja, also, und das zu erkennen und das, diese Gelegenheit wahrzunehmen, das fehlt flächendeckend. Also ich habe hier immer wieder Gespräche in Deutschland, wo ich mir sage, okay, wow, ja, aus welchem Wonderland sind denn jetzt diese Leute entsprungen? Und ganz besonders die jungen Leute, ganz besonders die jungen Leute und leider muss ich auch sagen, ganz besonders die weiblichen Leute, die auf eine Wolke 7 vor sich dahinschweben und meinen, sie sind absolute Prinzesschen, ja. Also sie müssen sich eigentlich gar nichts mehr machen, also es ist sowieso alles ungerecht und Männer sind sowieso bevorzugt und so weiter. Und aber sie selber, da ist kein Feuer im Arsch, ja? Also ganz blank, ganz platt ausgedrückt. Ja? Und du als Unternehmer musst ja quasi schon permanent irgendwie Gedanken machen in Deutschland, ja, ob du überhaupt was sagen darfst, überhaupt was tun noch darfst und überhaupt noch jemanden feuern darfst und so weiter und so weiter. Das kommt dann auch alles dazu, ja. Durch diesen ganzen linksgrünen Ruck, den wir da erfahren, ja, schon seit, wo letztendlich irgendwie ein Penner auf der Straße mehr Rechte hat als wie ein Unternehmer, der 40 Stunden oder 60 Stunden der Woche arbeitet, ja. Und das ist halt, das kommt ja noch alles mit dazu. Und das ist schon sehr, sehr bedenklich. Und deswegen würde ich immer jedem raten, ja, und deswegen verstehe ich auch zu 100% zum Beispiel, was Dirk Kräuter gemacht hat, ja, oder immer noch schon vorausschauend, dass er sich auch internationalisiert, ja, hat ein Büro geöffnet in Singapur, in Dubai. Gut, das ist natürlich der Hot Class, ja, also das ist das höchste Niveau, was es überhaupt gibt, ja, also Singapur und Dubai, es gibt kein höheres Niveau, wo du Business-Geschäfte aufmachen kannst, auf der ganzen Welt aktuell, glaube ich, ja. Also vielleicht, ich wüsste jetzt nicht wo, ja. Es gibt auch andere Länder, wo es nicht ganz so teuer ist, ja, also wenn du jetzt nicht unbedingt auf dem Niveau rumschwebst schon, ja. Aber es gibt immer was zu tun, und ich würde immer die Augen und Ohren offen halten diesbezüglich, ja. Okay, das ist immer so mein Plädoyer zu den ganzen, meinen Erfahrungen, die ich ein bisschen teilen durfte und konnte und so weiter. Warum mache ich dieses Video? Nicht nur, weil ich meine eigenen Erfahrungen jetzt hier einfach mal so teilen wollte, sondern weil ich auch wieder viele andere Videos gesehen habe und ich bin ja in so vielen Live-Calls ab und zu mal jetzt mal wieder drin gewesen, wo ich jetzt monatelang nicht drin war, weil ich keine Zeit hatte. In so Trainings und Coaches und so einen anderen Kram. Und man connectet sich ja. Man muss ja immer wieder auch ein bisschen, ja, mal nach links, nach rechts gucken, mal schauen, vielleicht kann man sich auch wieder in irgendeiner Mastermind irgendwas mitnehmen oder so. Ja, viel gibt es nicht mehr, was ich noch dazulernen könnte. Manchmal habe ich das Gefühl, aber dann ist doch wieder mal was, wo man auch eine gute Connection machen kann. Und da waren halt auch so Live-Calls und so weiter, wo es auch wieder hieß, boah, krass, ja, also ich habe jetzt in den letzten paar Monaten auch übelste Erfahrungen gehabt mit Vertrieblern zum Beispiel, ja, die dann einfach die falsche Einstellung hatten oder halt irgendwie 3 Jobs gleichzeitig im Homeoffice irgendwas rumgemacht hatten, ja, irgendwie für acht Stunden aufgeschrieben, aber nur 2 Stunden gearbeitet und all diese Dinge, ja, die halt letztendlich, ja, wo du eigentlich bei diesen, sagen wir mal, dieses, wo meine Eltern, mein Vater noch hatte, ja, so dieses typisch deutsche, zuverlässig zu 100%, pünktlich zu 100%, ehrlich zu 100%, ja, dieses, ja, wie soll ich, ich weiß nicht, dieses typisch deutsche eben, ja, wo man einfach teilweise im Ausland immer noch den, wenn du als deutscher Unternehmer kommst, haben die immer noch, meinen die immer noch, du, das wird verkörpert, also es ist immer noch unser Image teilweise, insbesondere in Asien, Korea, Japan und so weiter, habe ich jetzt auch mit Nokia und so viel, ein paar sehr asiatische und so weiter Meetings gehabt in den letzten Monaten. Die sehen alle immer noch Deutschland als dieses fleißige, pünktliche, zuverlässige, ehrliche Volk. Ja? Und auch die Generation, die jetzt gerade nachkommen, da sehe ich echt schwarz. Und da sollte man wirklich ein bisschen vorausschauend sich Gedanken machen, ob
ja, also man kann das nie wirklich voraussehen, aber man sollte sich, sag mal, Optionen offen halten auf jeden Fall, ja. Und hier sich dieser Dinge zumindest mal bewusst werden, ja. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Wenn dir solche Videos auch gefallen haben, wo ich einfach mal aus dem Nähkästchen plaudere und so weiter, dann eben gib dem Video einen Daumen hoch und dann teile dieses Video auch, wenn du willst, oder abonniere zumindest mal den Kanal, ja, und abonniere die Glocke, denn mittlerweile ist es so, wenn du nur den Kanal abonnierst, dann merkst, dann gibt dir Google gar nicht, dann gibt dir YouTube gar nicht mehr Bescheid, wenn ich ein neues Video hochlade, glaube ich, soweit ich weiß. Du musst also die Glocke auch noch abonnieren, ja, das ist irgendwie schon seit längerem etwas, wo du machen musst mittlerweile leider. Ja, es ist halt einfach so, ich weiß nicht, wo da der Sinn jetzt wirklich ist, aber es ist halt einfach so bei YouTube. Ja, also abonnieren müsste eigentlich schon, warum dann abonnieren und warum dann nochmal die Glocke zusätzlich? Also wozu abonniere ich denn, wenn ich dann die Glocke brauche? Ja, oder wozu habe ich abonniert, wenn ich die Glocke nicht nutze? Ja, weiß ich nicht. Müsste ich mich nochmal rein in den Algorithmen nochmal reinlesen. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.